Die kleine Rote oder Zräti Spänli heißt sie im Volksmund. Das Diminutiv drückt die Sympathie aus, die der Bündner gemeinhin für seine rätische Bahn hegt. Doch Bescheidenheit ist fehl am Platz. 2008 verlieh die UNESCO der Albula und der Bernina Linie der RHB den Status als Weltkulturerbe. Der Bau des Gotthardtunnels und seine Eröffnung 1882 begrub zwar die Hoffnung des Gebirgskantons Graubünden auf eine direkte Bahnverbindung mit Italien, nicht aber den Tatendrang. Innerhalb 25 Jahren wurde ein 375 Kilometer langes Schmalspurbahnnetz aus dem Boden gestampft, dessen Herzstücke die Albula-Linie von Tusis nach St. Moritz und die Bernina-Bahn von St. Moritz nach Tirano sind. Die Albula-Linie überwindet zwischen Tusis und Breda eine Höhendifferenz von 1200 Metern und der 5,8 Kilometer lange Albula-Tunnel stellte erstmals eine wintersichere Verbindung ins Engadin her. In Tusis verliert die Landschaft die Lieblichkeit des Domleschgs. Zwei Schluchten versperren den Weg nach Süden, die Via Mala und der Schien. Um in der Schienschlucht in Solis die Albula zu überqueren, schufen die Bahnpioniere ein erstes Meisterwerk, den Soliser oder Bachtobel-Viadukt. Nur 20 Meter hoch zwar, doch seine Pfeiler sind auf zwei Felsköpfen abgestützt. Die Albula fließt fast 100 Meter tiefer. Wenig später fährt die Bahn am karolingischen Klosterkirchlein Michsteil aus dem 9. Jahrhundert vorbei, einer der ältesten noch erhaltenen Sakralbauten der Schweiz. Nach der Schienschlucht öffnet sich das untere Albulatal mit sanft in die Landschaft eingebetteten Dörfern Tiefenkastel, Surava, Alverneubad. Dann folgt der nächste Höhepunkt, der berühmte Landwasserviadukt. Weil er saniert wird, ist er von einem Gerüst umgeben und publikumswirksam ganz in Rot gekleidet. Der Landwasserviadukt markiert den Beginn einer abenteuerlichen, aber höchst effizienten Linienführung, mit der die Rätische Bahn die nächsten 1000 Höhenmeter bis zum Albula-Tunnel überwindet.